Hi, hast du schon mal eine Farbe in eine andere Farbe umgefärbt? Das ist eigentlich keine große Sache. Doch hast du schon mal probiert, eine weiße Farbe in rot oder gar sogar schwarz umzufärben? Dann ist dir eventuell aufgefallen, dass das Ganze so nicht mehr einfach funktioniert. Wie du das Ganze allerdings auch in wenigen Schritten bewerkstelligst, das zeige ich dir in diesem Video. Also, legen wir los! Ja, im Prinzip ist so eine Umfärbung einer Farbe in eine andere Farbe eigentlich gar kein so großes Problem. Wenn wir hier zum Beispiel diesen Autolack, also diesen roten Autolack, in eine andere Farbe umfärben möchten, dann müssen wir Folgendes machen. Wir klicken hier auf Korrekturen und hier auf Farbton Sättigung. Da das ein roter Lack ist, klicken wir hier von Standard in die Rottöne. Und nun müssen wir eigentlich nur noch diesen oberen Regler hier bei Farbton in die dementsprechende Richtung ziehen. So in etwa gefällt mir das und schon hätte ich meinen roten Lack in einen grünen Lack verwandelt. Natürlich müsste ich hier zum Beispiel noch diese Lichter, die eigentlich auch noch ein paar Rottöne beinhalten, dementsprechend ausmaskieren. Aber prinzipiell ist das Ganze, wie du hier sehen kannst, recht schnell gemacht. Anders sieht es da zum Beispiel hier aus. Wenn ich nämlich eine weiße Farbe umfärben möchte, wie hier dieses Hemd, dann klicke ich hier auf Farbton Sättigung und stelle leider fest, dass ich hier keine Weißtöne zur Auswahl habe. Deswegen lösche ich das Ganze hier nochmal und zeige dir nun, wie man eine weiße Farbe in eine andere Farbe verwandelt. Zuallererst muss ich mir hier den Bereich, den ich umfärben möchte, also hier dieses Hemd, dementsprechend auswählen. Das kannst du entweder mit dem Schnellauswahlwerkzeug machen oder natürlich auch, wer es ganz genau machen möchte, mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Für dieses Tutorial entscheide ich mich mal für das Schnellauswahlwerkzeug. Ich mache hier den Pinsel etwas größer und fahre nun einfach den Bereich ab, den ich gerne ausgewählt haben möchte. Ich zoome mal etwas näher rein, denn wie du sehen kannst, gibt es hier ein paar kleinere Stellen, wie hier unten zum Beispiel und auch hier, die ich nicht haben möchte. Um eine Auswahl dementsprechend abzuziehen, mache ich Folgendes. Ich drücke auf meiner Tastatur die Alt-Taste und wie du nun vielleicht sehen kannst, habe ich hier statt des Plus-Symbols hier ein Minus-Symbol. Das heißt, mit gedrückter Alt-Taste kann ich hier den Bereich dementsprechend abziehen. Ich mache hier den Pinsel wieder etwas kleiner und wähle auch hier diesen Bereich aus und ziehe diesen von meiner Auswahl ab. Auch hier den Bereich, den möchte ich nicht haben. Und so haben wir eigentlich relativ schnell eine dementsprechende Auswahl unseres Hemdes gemacht. So, da wir nun unsere Auswahl haben, machen wir Folgendes. Wir erstellen uns zunächst mal eine neue Gruppe. Das heißt, ich klicke hier unten auf Gruppe und mache mir nun für diese Gruppe eine dementsprechende Maske meines Hemdes. Das heißt, ich klicke hier einfach auf das Maskensymbol. Wie du sehen kannst, habe ich nun hier dieser Gruppe eine dementsprechende Maske hinzugefügt. Denn alle Änderungen, die wir nun machen werden, werden sich im Photoshop rein nur auf diese Auswahl auswirken. Okay, im nächsten Schritt machen wir uns eine neue Farbfläche. Das heißt, ich klicke einfach mal hier unten und wähle hier Farbfläche aus. Wie du sehen kannst, ist nun unsere Auswahl dementsprechend eingefärbt. Natürlich kannst du die Farbe hier dementsprechend ändern, hier den Farbton. Und hier kannst du sagen, wie gesättigt bzw. wie entsättigt ein Bereich sein soll. Umso weiter du nach unten fährst, umso dunkler wird das und umso weiter du nach oben fährst, umso heller wird die Farbe. Eigentlich recht einfach. So, ich nehme hier zum Beispiel mal diesen Blauton. Das bestätige ich mit OK. Und nun müssen wir noch Folgendes machen, damit das Ganze realistischer wirkt. Ich klicke hier von Normal auf Multiplizieren. Nun sieht man schon etwas mehr Struktur unseres Hemdes. Im nächsten Schritt muss ich allerdings hier den Kontrast dementsprechend anpassen. Das mache ich, indem ich hier oben auf die Gradationskurve klicke. Nun kann ich hier eine S-Kurve machen. Das heißt, ich klicke hier einmal und ziehe den Bereich nach oben und klicke hier einmal und ziehe den Bereich nach unten. Das machst du einfach so, bis das Ganze relativ realistisch aussieht. So in etwa. Und wenn dir jetzt das Ganze noch etwas zu gesättigt sein sollte, dann kannst du hier einfach nochmals einen Doppelklick auf deine Farbfüllung machen und kannst hier mit der Sättigung dementsprechend runtergehen, das Hemd heller oder dunkler machen, so wie dir das Ganze gefällt. Ich bestätige das mit OK und würde mal sagen, so haben wir unser Hemd schon relativ schön umgefärbt.
Natürlich, ich zoome hier etwas rein. Siehst du, habe ich hier noch ein paar Kanten, die nicht sehr sauber sind und diese müsstest du natürlich dann hier mit der Maske dementsprechend nachjustieren. Also, ich zeige das ganz kurz. Du nimmst dir hier einen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe und kannst dann hier über diese Bereiche nochmals etwas drüber gehen, um diese sauber dementsprechend anzupassen. Solltest du einen Bereich abwählen wollen, dann wechselst du mit der X-Taste ganz einfach hier auf schwarze Vordergrundfarbe und kannst dann einen Bereich zum Beispiel wieder demaskieren. Ich mache das wieder rückgängig und zoome wieder raus. Wenn du das Hemd nun im Nachhinein zum Beispiel in einer roten Farbe haben möchtest, dann klickst du einfach hier wieder auf die Farbfüllung und fährst hier dementsprechend in den roten Bereich. Soweit, so gut. Es gibt allerdings noch eine Ausnahme, und zwar, wenn du ein Hemd in eine schwarze Farbe verändern möchtest, dann machst du das folgendermaßen. Normalerweise würde man hier zum Beispiel einfach eine schwarze Farbe wählen. Allerdings siehst du da, geht die komplette Struktur dementsprechend verloren. Deswegen nehmen wir keine komplett schwarze Farbe, sondern eher einen Grauton. Ich würde mal sagen, so in etwa. Natürlich kann ich hier wieder den Kontrast dementsprechend nochmal etwas nachjustieren. Allerdings sehe ich hier zum Beispiel in den hellen Bereichen, da hätte ich gerne nochmals etwas mehr, ja, Glanz. Und deswegen mache ich mir einfach hier nochmals eine neue Gradationskurve. Nun mache ich allerdings keine S-Kurve, sondern fahre hier mit den mittleren Bereichen etwas nach oben. Damit ich hier diesen Glanz nicht über das ganze Shirt verteilt habe, sondern nur in den hellen Bereichen, mache ich nun Folgendes. Ich mache hier in dieser Ebene einen Rechtsklick und klicke hier auf Fülloptionen. Nun kann ich hier dieses untere Dreieck nehmen und etwas mehr nach rechts fahren. Man sieht schon, werden hier die dunklen Bereiche dementsprechend nicht beeinflusst. Um hier einen sauberen Übergang, also nicht so einen harten Übergang zu produzieren, klicke ich mit gedrückter Alt-Taste hier auf das Dreieck und habe diesen Regler nun gesplittet. Nun fahre ich mit dem rechten Regler, also dem rechten Regler dieses Dreiecks, etwas mehr nach rechts und kann hier den Regler etwas mehr nach links drücken. Das bestätige ich dann wieder mit OK. Ich zoome noch etwas raus und kann, wenn mir das Ganze so nicht optimal passt, hier nochmals die S-Kurve dementsprechend etwas anpassen. Schauen wir uns das Ganze im Vorher-Nachher-Vergleich an. Und wie du sehen kannst, haben wir hier unser Hemd wunderbar in ein schwarzes Hemd umgefärbt. Ja, wie du gerade gesehen hast, ist das Umfärben einer weißen Farbe auch nicht ganz so schwer, wie es zu Beginn aussieht. Natürlich muss man wie immer wissen, wie das Ganze funktioniert. Genau deswegen solltest du unbedingt jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, um keines meiner weiteren Videos rund ums Thema Bildbearbeitung und Fotografie zu verpassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust.